Hallo und willkommen zurück zu Dragon's Prophet. Wie ihr seht, haben wir ein kleines Problem. Wir sind nämlich ganz woanders. Das liegt daran, dass die Release-Version rausgekommen ist und die Startgebiete einfach verändert haben. Das heißt, ich gehe mal auf die Map. Wir sind jetzt nämlich in Purezia und nicht mehr, wo wir vorher waren. Hier in, gibt's das überhaupt noch? Ich guck gerade mal. Ne, das gibt's gar nicht. Da kann man gar nicht mehr hin, wo man vorher war. Auch gut, also müssen wir jetzt mal schauen, wie wir uns hier zurechtfinden. So, oh, hier haben wir schon was fertig. I'm busy. Obwohl, bevor wir jetzt irgendeine Quest annehmen, suchen wir erstmal den Briefkasten. Ach, der steht ja schon hier. Und zwar gab es für die Release-Version ein Geschenk für alle, die in der Beta schon gespielt haben. Und das holen wir uns doch erstmal. So ein Postfach. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit. Achso. Wir wählen gleich alles aus. Nehmen alles mit. Und dann gucken wir uns das im Menü mal an, was wir da bekommen haben. So. Dann gehen wir erstmal in unsere Tasche und gucken doch mal hier. Ne, das ist nicht hier. Doch ein 10er Peitsche. Okay. Eine Kostümtransformation, Dämonen, naja. Schattenschrift, was ist das? Das war immer so, ne, das wollen wir nicht. Ich weiß auch nicht, was ich schon hatte und was ich jetzt neu bekomme, da müssen wir einfach mal gucken. Gebietermantel. Wir bleiben bei dem alten, den wir hatten. So, ach, ich sehe, wir haben neue Diamanten auf jeden Fall bekommen. Das waren, glaube ich, 500 Stück, die wir da geschenkt bekamen. Das. Ach, was sind das? Level 13, das können wir noch gar nicht. Ja. Rucksackerweiterung. Die nehmen wir, dann haben wir eine Reihe mehr. Kann ja nicht schaden, umso mehr können wir schleppen. Ja, die können wir verkaufen. Ups, was war das? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein paar Quests hier. Und versuchen erstmal Level 14 zu erreichen, dass wir die Sachen endlich auch anziehen können. Steht rum drüber. 6, nicht 7. Türkis Himmeldrachen, ja, den haben wir uns doch. Dann gucken wir doch mal, wo der ist. Neuer Partner. So, da. Ach, direkt vor der Tür. Das sind nämlich fliegende Drachen und die hatten wir bis jetzt ja noch nicht. Also würde ich sagen, nee, wir müssen in nach unten, war das, ne? Dann können wir nämlich endlich fliegen. Das ist auch ganz cool gemacht. Da geht's raus. So. Da haben wir doch schon einen. Zack. Achso, da müssen wir erstmal in die Drachen gehen. Ach ne, die Drachen waren ja nicht da, die waren ja hier. Ne, auch nicht. Die Drachen waren auf. Ach, auf L war das. Weil wir jetzt einen Fliegenden bekommen, würde ich sagen, können wir den Schweber hier entlassen. Zack, hau doch ab. Weg mit dir. Und jetzt geht's los hier. Auf den Drachen und los. Uiuiui. Oh, schwer. Oh, nicht da raus. Wir wollen ihn haben. Himmel. So. Wie ihr seht, jetzt haben wir den Flieger und das ist ganz einfach. Wir springen einfach in die Luft und zack. Ich gehe mal ein bisschen raus hier. Können wir schön durch die Welt fliegen. Der hat auch noch so einen Boost. Ne, der hat keinen Boost. Warum hat er keinen Boost? Ich weiß nicht. Was ist das? Neuen Skill erhalten. Da gucken wir doch mal drauf. Geisterklaue. Ach, ich glaube, der kann jetzt
Warum geht denn das nicht? Ich meine, die können jetzt nämlich attackieren, die Drachen. Das ging ja vorher nicht. Da musste man immer absteigen und die dann so in den Kampf schicken. Jetzt können die auch kämpfen. So, wir nehmen uns... Ach, wir haben ja noch ein anderes Quest. Untersucht den verletzten Drachen. Ja, nehmen wir mal mit. Dann gucken wir hier mal. Ach, das müsste... Na toll, das ist noch Satuma hier. Wo waren wir denn jetzt? Da waren wir jetzt. Ach, reinrollen, das geht gar nicht, ne? Was denn das, für ein Mist? Na, hier sind die Sachen angezeigt. Komisch. Irgendwo müssen wir den doch jetzt abgeben. Ich weiß nur nicht wo. Du bleibst. Hey, geh doch nicht weg. Speak fast. May you never fall. Na, wir müssen ein bisschen zurechtfinden jetzt. Ich weiß nämlich nicht genau mit den Quests, wo wir jetzt anfangen müssen, wo wir weitermachen. Aber wir brauchen noch ein klein bisschen für Level 14. Dann können wir endlich die Rüstungen umwechseln und alles. Na, hier ist aber nichts. Was muss ich denn jetzt tun hier, verdammt? Ach, das ist in Satuma. Da können wir gar nicht zurückbringen, weil wir da nicht hinkommen. Wir gucken auf die Karte. Einfach diese Typen abrennen. Ist auch sehr spannend. Ist alles in der Stadt, also gehen wir doch wieder zurück. Zack. Und dann gucken wir doch mal, wo die... War da? Nö. Wo er war? Da oben ist der... Wo ist er denn? Das Loch hier stehen. Achso, der ist noch nicht fertig. Ich habe ein paar Tage nicht gespielt, wir sollen uns erstmal wieder zurechtfinden. Ich weiß, ich schäme mich auch sehr. So. Was macht denn das Schaf hier im Haus? Was ist denn das für ein Dorf? Böse Zungen würden jetzt sagen, oh, das ist in England. Aber wir sagen sowas ja nicht. Da hinten, da ist einer. Ah, da ist er. So. Zack. Was denn das jetzt? Lots to do and only a little time to do it. What a spectacular day. Jetzt gucken wir, wo die nächsten sind. Direkt hier neben? Hinterm Haus? Ne, das ist doch komisch. Ah, da ist er. So, von dir wollen wir auch das Formular. Und der nächste ist... Wahrscheinlich da oben, wenn ich das richtig gesehen habe. Der muss ach da. What's direkt up? Vor mir. Did you lose your way? Ein bisschen blind, darf ich sein. Zu dem letzten fliegen wir jetzt. Ist mir zu blöd, hier alles abzulaufen. Zack. Ich kann nämlich schön über die Häuser fliegen. Das alles ein bisschen abkürzen. Mal eben gegen die Mühle. Zack. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ach, Spur da hoch. Let's return to the inn. Oh, hier hat ja eine nette Stimme. What are you looking at? Naja, weiß ich noch nicht so genau. Zack. Müssen wir wieder zum Anfang. Ne, das ist doch hier, ne? Oh, weitere Anweisung. Aha, ihr solltet einen Drachen erst ermüden. Na, vielleicht ein bisschen draufkloppen erst, ne? Bevor man den... Den nimmt. So, Volkszählung. Wo müssen wir denn da hin? Okay, zu dem anderen. Da hinten. Da geht er doch. Ah, ja. Ach, geh doch nicht an mir vorbei. Cheers. So. Immer noch nicht Level 14. Was sollten wir für den machen jetzt?
Verletzte Himmelsdrache. Okay, ich würde sagen, da fliegen wir jetzt einfach mal schnell hin. Das Blöde, dass die den Boost rausgenommen haben. Früher konnte, also in der Beta, konnte man mit den Drachen noch so einen Boost starten. Dementsprechend schnell wurde er dann auch. Das Gute ist, wenn man fliegt, dann wird man eigentlich nicht getroffen. Wie das sonst ist, wenn man den Drachen reitet, dann wird man von irgendeinem Gegner angefixt und der Drache verschwindet und man muss wieder laufen. Das kann man sich... Nee, anders da. Das kann man sich hier sparen. Ach nee, nicht in so einem Tor drin. Nee, ist da auch nicht. Ach, hier ist er. Ah. Platt auf den Boden gedrückt. Und nun? Jetzt ist er tot. Mehr geht nicht mehr. Ich glaube, der ist tot. Dann mal zurück. Wieder zurückfliegen. Zack. Na, ich hoffe, es wird gleich noch ein bisschen spannender. Wo fliege ich denn hin? Ich will auch noch da. Ups. Die Höhe ist übrigens auch begrenzt mit den Drachen. Also irgendwann kann er nicht mehr höher. Das ist jetzt die Maximalhöhe hier. So gerade über den Baumspitzen. Ich meine, die Luft wird da oben ja auch ziemlich dünn. Na, für so einen Drachen. Aber die Höhe reicht. Wir können, ohne irgendwo anzustoßen, einfach aus dem Himmel fallen. Das war nix. Da steht hier einfach unten. Ich dachte, das probieren wir nochmal. So, einfach aus dem Himmel fallen. Ganz genau. Zack, Fallschaden bekommen. Und uns überfreuen oder auch nicht. Es gibt wenig Erfahrung. 96, nur dann kriegen wir das Kacklevel nicht voll. Das würde ich halt heute gerne schaffen, auf jeden Fall. Das hat zumindest die anderen Sachen anziehen können, so. Was will denn die gute Kala von uns? So, die hat Schuhe. Erledigt vergiftete Schnappratte und... Ach Gott. Gucken wir mal, wo wir die Sachen finden. Auch direkt vor der Tür. Nehmen uns auch den Drachen und dann zack, fliegen wir dahin. Sollten wir schaffen. Und dann... Ah, das sind die doch schon, ne? Rosenschnabel, ja, das sind die. So, zack. Ich muss mir die Zauber auch mal angucken. Ich glaube, die haben das... Entweder sind die jetzt anders oder wir haben andere. So, ein Drachen spielt dann immer mit. Was hat der gute Mann hier noch? Gute Mann, dieses Viech. Ein... Ne, was? Ach, Vergiftete. Dann haben wir die Falschen erschlagen. Macht aber nichts, gibt trotzdem Erfahrungspunkte. Zack. Eine Zombiefrau. Da ist noch einer. So. Und der hat auch Beute dabei. Noch und noch. Die haben Drachensplitter ohne Ende. So. Was hat der? Knochen. Wir nehmen erstmal wieder alles mit. Wir haben jetzt Platz genug. So. Ach, dass diese... Ach, die Ratten haben ja gar nichts drauf. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich denke, wir sind im neuen Startgebiet und... Dadurch sind die Monster halt auch nicht so fett. Was, welche Level haben die denn? Level 5. Also kann sein, dass die nächsten Folgen jetzt ein bisschen langweilig ist oder wir müssen einfach weitergehen und uns passende Gegner vielleicht suchen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Wir machen das. Wir haben das fertig. Und bevor wir den ganzen Quatsch hier machen und irgendwie nicht weiterkommen, weil uns fehlt immer noch Erfahrung für Level 14. Doch, da gehen wir einfach ein bisschen weiter und nehmen die schweren Quests an. Das ist sonst wahnsinnig sinnlos irgendwie. Wir wollen ja weiterkommen. Salutations. Go in the light of the great so, Level 14, da haben wir es doch. Ich meine, wenn ich dann irgendwo rumlaufe und was finde, was spannend aussieht, ich gucke mir die Karte halt auch an, dann für euch, dass ihr sehen könnt, was da alles so ist, aber... Ich kann's...
das noch. Wir haben noch 3 Punkte. So, machen wir das. Habe ich so einen neuen Titel bekommen? Drachenjäger, das haben wir angelegt. So, dann wollten wir nochmal. Hätte ich gar nicht rausgehen müssen. Und zwar, wir haben ja hier eine bessere Hose. Die ziehen wir schon mal an. Wollen wir. Dann können wir die gleich verkaufen. Wir gehen aber mal rein und gucken uns an, was wir da bekommen. So, und wir hatten auch die Rüstung hier. Halskette. Kann man die anziehen? Die kann man anziehen, das haben wir dort auch gemacht. So, Level 5 Schuhe braucht man nicht. Wir hatten hier Level 14 Schuhe. Na, so hohe Stiefel nehmen wir einfach mal auch mit. Das ist eine schwere Rüstung, die geht nicht. Was haben wir noch? Das hier, genau, den Sandnebelwams. Ja, wollen wir anziehen. So, dann gucken wir uns einmal hier um. So. Sieht doch ganz nett aus. Dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir einen Händler suchen. Und den ganzen Schrott hier mal loswerden, den wir mit uns rumschleppen. Mal gucken, wo haben wir den Händler? Okay, das Lebensmittelhändler, da kann man auch verkaufen, notfalls. Dann gehen wir einfach da mal hin. Wenn ich ihn finde. Da ist er doch. So. Wir wollen mit interagieren. So, was können wir denn alles abgeben? Das behalten wir. Spindebeine auch. Die Hose hier. Die Hose. Wäre ein Haustier. Oh, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Wir haben ein Haustier. Das kann ja auch was sein. Die lange Robe, die kommt weg. Die Schuhe kommen weg. Die Schuhe kommen auch weg. Tasche mit Federn. Ach, das ist das Quest da in einem anderen Gebiet. Pilzsuppe, eine Blume. Die Blume kann man verkaufen. Die erfüllen nämlich keinen Zweck, der Stein auch nicht. Das kann auch weg. Erzstücke auch. So, das sollte erstmal alles sein. Den Rest behalten wir. Aber wir, ja, ja, mit dir auch. Wir probieren jetzt mal das aus hier. Ein Haustier. Und nun? Ach da. Wenn jetzt ich mal aufnehme und ich. Oh, ich dachte gerade, das ist der Name von ihm. Hm. Oh, was ist das? Ein Mini-Drachen. Dann können wir jetzt noch den Drachen rufen. Wenn wir jetzt fliegen, dann ist es weg. Oder? Anscheinend. Gut, und wenn wir da runtergehen, ist er wieder da. Dann ist er wieder da. Hm. Wofür der gut ist, weiß ich nicht. Wir packen ihn jetzt erstmal wieder weg. Zack, wir haben ihn ja. Ja, wir müssen mal schauen, das kann bestimmt. Was ist das? Das kenne ich auch nicht. Für Belohnungen einloggen. Da haben wir ja. Achso, dann haben wir die Transportrouten vielleicht bekommen. Gibt es jetzt Login-Boni? Das habe ich auch nicht gewusst. Das mit den Startgebieten hatte ich gelesen noch. Und ne, das habe ich nicht gelesen. Der Burnin hat mir das erzählt. Der spielt das nämlich auch, nimmt das aber nicht auf, sondern nur so für sich, weil das Spiel halt ganz cool ist. Und ich sehe schon, jetzt haben wir gar nicht viel geschafft. Zeit ist aber auch schon wieder rum. Dann würde ich sagen, wir suchen uns ein nettes Plätzchen, um uns da wieder hinzupflanzen. Aber nicht neben so einem Kadaver hier. Die ganze Stadt ist ein bisschen zerhunzt hier, ne? So, keine Bank hier. Dann setzen wir uns einfach auf die Wiese. So. Und dann war's das für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.